Wir sind auf der Ehrenpflaume Summer Tour in Berlin angekommen und ich freue mich sehr. Bin sehr gespannt, denn heute treffe ich mich für ein Workout mit Lena Gerke. Wir legen los, es geht wieder mit dem Zirkel los. Ja, Felix, genau. Du guckst auf die Uhr. Und, ich mach mit. Ja, du machst mit. Na komm, und als junge Mama, einen kräftigen Arm hat man doch auf jeden Fall. Wo, auf welcher Seite trägst du? Ach, auf beiden. Ist mittlerweile so schwer, da muss man wechseln. Aber es ist wirklich so, ne? Junge Mama, sieht man immer. Voll, immer mit einem Arm hier, mit der anderen Hand machst du irgendwas. Genau, also, immer brutalen Bizeps. Mein Rücken ist nicht der beste gerade, deswegen. Ja, das aber wir kriegen wir hin. Ich hab Lust. Sehr gut, das sehr ist gut. Die richtige Grundeinstellung. Es geht los mit dem Zirkel. 3, 2, 1 und viel Spaß. Oh Gott. Ich bin wahrscheinlich die langsamste Pflaume hier. Überhaupt nein, nicht. Gar nicht. Das ist tipptopp. Hälfte ist geschafft. 4, 3, 2, 1 und Pause. Okay. Ich schreibe dir nachher eine Entschuldigung. Ja. Jetzt gehe ich hier ran, oder? Du darfst jetzt zu den Boxjumps. Lena ist vom weiteren Unterricht an diesem Ups, Tag befreit. Auf einmal umgefallen. Ups. Auf. Alles klar? Ich habe gedacht, du machst mit, aber du machst gar nicht mit. Ne? Los. Leider nur Platz für eine Person auf der Box. Perfekt. Sehr schön. 10 Sekunden noch. Ja! Da gehen noch 5. Einer geht noch. Da, da geht auch noch einer. Noch 5. Nee, oh. Doch, komm. 4, 3, auch, 2, 1 und Pause. Ich brauche schon was zu trinken. Sehr gut. Was machst du da jetzt? Nix. Das stellt man noch schwerer und leichter. Nein. Das habe ich genau gesehen, dass Felix, du daran anreden. Du bist so ein... Guck mal hier, guck mal. Coach ist so ein, habt ihr das gesehen? So ein, nein, gar nichts schwerer. Er hat es ja leichter ist, gedreht. Er ist so ein Schleimer. Scheiße, und ich habe das auch noch verraten. Du bist so ein Schleimer. Sorry. Da reden wir heute nach Drehen. Alles rüber. Klar, mach mal. Das kann ja nicht so, jeder so Oberarme haben weiter. Wie du, Kai. Jetzt machen wir erstmal weiter. Und zwar in 3, 2, 1 und go. Das ist eben war noch mein Coach, weißt du? So, richtig? Ja. Noch 15 Sekunden. Okay, ich werde noch ein bisschen langsamer. Da musst du so einen Zoom machen Vorsicht. Auf Kalf. Oh Gott. Lebensgefährlich hier, da muss man wirklich aufpassen. Ich habe ja gedacht, wir tun nur so, als würden wir Sport machen und quatschen dabei ein bisschen. Mit dieser Einstellung bin ich heute gekommen. Wusste nicht, dass Lena. Ich nochmal zurück muss zum Duschen. Nee, dann nur tun. Nur tun so, als ob. Das ist nicht so dein Ding, ne? Das ist Fernsehen bei ProSieben. Ja. Die Frage ist, was sagst du das denn heute, wenn du heimkommst? Ja, echt. Puh, da kann ich wahrscheinlich gleich ins Bett tragen oder so unter die Dusche stellen. Ja, sag ihm, du darfst ihm nur eins nicht sagen. Du musst, darfst nicht sagen, Schatz, du musst auch mal wieder was tun. Ja. Nee. Ich sag dir jetzt auch nicht, dass unser Gym noch nie zu Hause angefasst worden ist. Ihr habt ein Gym zu Hause? Okay. Ein ganz kleines, sagen wir es mal so. Aha. Aber oft finden tut man das dann nicht. Okay. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ich mach mal entspannt. Sehr gut. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass Seilspringen so anstrengend ist. 2, 1 und Pause. Yes. Gut. Wir sind gleich durch. Ist das schon die erste Runde? Nee. Nee, die Battle Ropes kommen. Die lassen wir einmal hier. Alles klar, dann. Hiermit ist Lena. 2, 1, go. Für eine Woche von allen familiären Aktivitäten befreit. Hälfte habt ihr geschafft. Okay. 1 und Pause. Ha! Erste Runde geschafft. Du Scheiße. Das kann, nur, dass ich das sehen. Einmal kurz für die Kameras festhalte. Ne? Ich habe nie gesagt, wir treffen uns an einem Gym und quatschen nur ein bisschen.
das stimmt. Das ist vielleicht die verschobene Wahrnehmung, die du dann von dem Gespräch hattest. Das war vielleicht meine Traumvorstellung. Ich wusste nicht, dass du mit Coach Flex kommst. Ja. Ich muss sagen, das ist mir schon auch echt ein bisschen unangenehm. Ich war früher so fit. Aber sie ist also ein bisschen. Das ist der Auftakt jetzt. Ja. Neustart. Der Auftakt jetzt, der Neustart. Aha. Und du bleibst jetzt einfach dran. Morgen geht es als erstes zu Hause ins Home Gym. Es wird eingeweiht. Alright. Ihr seid bereit für die zweite Runde. Ich würde an deiner Stelle da weggehen. Genau. Kann ich auch fangen. Falls Lena mal nicht trifft. 3, 2, 1, go! Okay. Das ist das Endlevel. Warum hat man die übertrieben? Ich hab die Endless Rope besiegt. Das ist einfach der Wahnsinn. Kai, deine Muskeln. Nee, Lena, das hat nichts mit meinen Muskeln zu tun. Die kennen kein Ende. Die kennen das hat nur was damit zu tun, dass hier einer seinen scheiß Job nicht richtig gemacht hat. Weißt du, statt hier für dich das Rädchen aufzudrehen, das ein bisschen leichter für die Lena wird, ne? Hätte der Felix mal besser die Endless Rope richtig angebracht. Hab ich schon. Alles klar, dritte Runde. Ah. Oh. Let's go. Ist ja hier wie beim Tennis, ne? Ja. Oh! Was gibt's denn sonst noch für Sportarten, die du aktiv ausgeübt hast? Ich war ja früher wirklich im Leichtathletik. Mhm. Als Jugendliche so, bis ich so, ich glaube 17, 18 war. Mhm. Dann fand ich irgendwie Partys cooler. Hochsprung oder irgendwann. Weitsprung? Vierkampf war das damals. Mehrkampflos. Ja, genau. Ja. Genau. Und ja, ich habe damals alles gemacht. Da habe ich mal einen Tenniskurs gemacht, dann war ich im DLRG. Halt so, ne? Ich habe total Spaß gehabt immer an Sport. Das sehe ich auch, ne? Hä? Du beim DLRG? Ja. Zu unserem roten. Ich war aber eine ganz schlechte Schwimmerin, muss ich dazu sagen. Ich glaube, bei mir würde keiner übernehmen. Da haben also, erste Mal alle gesagt, oh, Hilfe! Genau. Und die haben es alle bereut. Ich so, dann bist du über den Strand. Ah, nee, das ist Indiana Jones, mache ich jedes bin Mal nur noch bei Baywatch. Fürs Foto gelaufen. Aber ich kenne die Musik nicht. Bist du über den Strand in Slow-Mo. Und wenn du dann wenn du bei den Leuten im Wasser warst, haben sie es bereut. Ja. So ähnlich. Mhm. Von mir wollte keiner abgeschleppt werden, sagen wir es mal so. Rausgezogen. Gut. Ja. Also ich meine, aber damit haben wir jetzt gar nichts gemacht, ne? Das kommt auch noch. Kommt später. Das habe ich früher in der Schule ganz viel gemacht. Gut. Habt ihr ja bestimmt auch alle, ne? Ja, das haben wir, das haben wir recherchiert. Ja? Ja? Lena Ringen habe ich da bei Google eingegeben. Coach Flex? Das ist schon gut so, alles. Alles klar. Das ist so. Bin er nicht. Hat er schon. Hat er schon nicht mehr auf meiner Seite. Habt ihr das gesehen, wie sie ihn angeguckt hat? Coach Flex? So, da. Wenn du so nett wärst, Kai. Ja. Und go. Wir haben heute noch ein Personalgespräch nach Ende des Drehs. Wie sagt man immer? Säge nicht an dem Ast, auf dem du sitzt. Auch wenn es nur ein dünner ist. Der rechte ist dicker. Ist ja furchtbar, ne? Also wenn man so ein Kind bekommen hat, kann ja immer noch nicht laufen gehen. Nee? Nee. Warum? Also richtig scheiße, Beckenboden. Echt? Geht nicht? Immer noch nicht. Aber hast du keine... Merke ich auch krass beim Seilspringen. Echt? Ja, weil du die ganze Zeit so bumpst, ne? Und innerlich, die ganzen Organe werden ja total, alles wieder total so weich und die Stränge, woran das ja eigentlich total fest ist, immer noch Probleme damit. Okay. Richtig scheiße. Ich würde so gerne laufen. Das ist das, ich finde laufen ist so die coolste Art und Weise, Sport zu machen, weil du es, egal wo du bist, einfach machen kannst. Aber jetzt mal nur mal ganz kurz zwischen uns zwei besten Freundinnen, wenn wir hier schon so einen Mädels-Talk haben. Ja, das sind so Sachen, die da können Männer gar nichts mit anfangen. Ne? Ja, nee, pass auf. Das ist vielleicht auch was sehr Intimes. Nee, aber, ja, aber ich wollte gerade beweisen, dass ich was damit anfangen kann und wollte jetzt eine Fachfrage stellen dazu. Okay. Hast du keine ordentliche Rückbildungsgymnastik gemacht? Doch, habe ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich muss sagen, ich habe. Ganz kurz nur für die Jungs, die jetzt zugucken, weil ich habe sehr viele Jungs, die zugucken. Ja.
Wenn Mädels, Frauen irgendwann über Beckenboden und so reden und nachdem sie ein Kind gekriegt haben, Rückbildungsgymnastik, das ist egal, das Schlagwort. Was für eine Geburt du hattest, Rückbildungsgymnastik ist das A und O. Und ich muss sagen, ich habe im Zweifel vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht, weil ich habe angefangen mit Rückbildungsgymnastik, habe dann aber auch relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Und hatte da nicht mehr so richtig Zeit, ehrlich gesagt, dafür. Mhm, und habe dann schon zu schnell mit normalem Training wieder angefangen. Ja. Weil ich natürlich wollte, dass ich schnell wieder Ergebnisse sehe an meinem Körper und habe gleich wieder Ganzkörpertraining gemacht. Und das war im Nachhinein ein Fehler. Das würde ich nicht normal so machen. Okay. Also ich würde da schon auf jeden Fall Minimum, ein halbes, dreiviertel Jahr Minimum gezielt Beckenbodentraining. Es kommt natürlich auch auf dich an. Ne? Jede Frau ist total individuell. Aber wenn du mal ein Kind bekommen hast, danach weißt du, was ein Beckenboden überhaupt ist. Ja. Okay. Davor hast du ja keine Ahnung. Den spürst du ja sonst nicht. Ja, ne? Stimmt. Da wird auch nicht so viel drüber gesprochen. Ich finde das eigentlich schon mal ganz gut, wenn Frauen auch darüber reden. So, ne? Ja, und da auch ein Tick offener werden. Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Weil das hat am Ende auch nichts mit dem zu tun, was man macht. Das ist ja völlig egal. Weil die sehen natürlich hinterher, oh, die hat wieder die Figur von vorher. Mhm. So, ne? Aber das ist ja die äußere Hülle, so, ne? Was in einem drin passiert. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich hatte ja auch wirklich einen riesen Bauch. Auch da, die Haut braucht ja auch wieder Zeit, um sich zurückzubilden und alles. Ne? Das braucht schon alles Zeit. Mhm. Und ich meine, du weißt es auch am besten. So all das, was man im Internet sieht oder wenn man Fotos von... Also jede Frau schmeißt sich ja in die Pose, wo sie sich am wohlsten fühlt. Mhm. Und für andere wirkt das dann immer gleich gut und total perfekt. Aber das ist es natürlich nicht immer. Nee. Wir trinken einen Schluck und Coach Flex erklärt uns in der Zeit, was unsere erste Übung ist. Wir machen den Handstand mit dem Gesicht zur Wand, eine perfekte Übung, wenn du mit dem Handstand anfangen möchtest. Der Handstand mit dem Gesicht zur Wand, dafür brauchen wir natürlich erstmal eine Wand oder in unserem Fall jetzt unser Container. Dann starten wir mit den Händen an dem Boden, platzieren einen Fuß an der Wand, ziehen den zweiten nach und laufen langsam, aber sicher die Wand hoch. Bis wir wirklich gerade stehen, drücken uns aktiv aus der Schulter raus, spannen unseren Hintern an, ziehen den Bauchnabel ein, halten diese Position so lange, wie wir sie kontrollieren können und dann laufen wir langsam, aber sicher wieder aus der Bewegung raus. Hast du schon mal Handstand gemacht? Ja, ich mache das halt immer so frei so. Oha, sehr gut. Ja, das sieht schon nicht so schlecht aus. Ich mache das nie so, also es ist natürlich nicht ganz so gerade wie in so einer Wand, aber... Naja, aber es geht ja darum, dass man den irgendwann gerade steht. Genau. Glaube ich, also das... Ja. Oh Gott. Gar nicht so einfach. Kai, mach mal vor. Ich könnte ja auch nicht sagen, wie das ist. Genau. Schön. Gut. Schön, schön. Und stehen bleiben. So, aus der Schulter schön rausdrücken. Komm ich mal aus der Ehrenpflaume raus. Sehr gut. Hintern anspannen. Yes. Und drück dich schön hier raus. Ja. Sehr gut. Sehr geil. Ja. Aber ich glaube, vom Gefühl her bin ich vom Handstand noch weit weg. Lena, wir können aber kann ich es nicht andersrum machen? Du kannst gerne auch mal andersrum probieren. Ich probiere es mal, oder? Genau. Jetzt, genau. So, und jetzt ein Bein rausnehmen. Ja, aus der Schulter rausdrücken. Yes. Aber gut. Boah, das Blut im Kopf ist hart. Das ist krass, ne? Wir können doch heute eine Handstand-Challenge starten. Ich bin dabei. Mit dem heutigen Tag und wir gucken, wer von uns beiden zuerst einen Handstand schafft. Also muss dazu sagen, ein Handstand gilt dann offiziell als gestanden, wenn man ihn 10 Sekunden frei halten kann. Kriegt man von dir den goldenen Handstand, Otto. Genau. Okay, ja gut, dann kann ich noch gar nichts. Nee, ich kann es ja auch nicht. Die Zuschauer machen auch mit? Die Zuschauer machen auch mit, klar, die können ja alle mitmachen. Also die können uns ja einfach taggen, wenn sie ihre Handstände machen. Ja. Ne, taggt einfach Flex. Handstand of the day. Ja, Flex, uns Hashtag, eure Tipps. Genau, Hashtag Handstand of the day. Yes. Ja, also ne, dann taggt ihr Flex und taggt Lena und taggt mich. Und dann sehen wir das ja dann in unseren Stories und dann werden wir dann mal gucken. Ich hätte auch mega Lust. Okay. Dann machen wir nochmal eine Runde. Ja, jetzt bin ich erst nochmal dran, oder? Die Motivationsmaschine, kein Flow. Genau. Chaka. Aus der Schulter schön rausdrücken, nach oben drücken. Ja, ey, das richtig sieht gut. Richtig gut aus. Das sieht wirklich, das ist. Ey, das ist. Das ist also ja, das ist krass ungewohnt.
Aber das sieht schon richtig gut aus. Was ist die zweite Übung? Wir machen Bulgarian Split Squats, eine super Übung für deine Beine, die aber auch sehr komplex ist, weil wir nicht nur Kraft, sondern auch Balance benötigen. Für die Bulgarian Split Squats benötigen wir einmal eine Bank oder eine andere Erhöhung, weil wir einen Fuß auf dieser Bank platzieren müssen. Machen einen Ausfallschritt und setzen uns quasi hin. Versuchen, dass das Knie gerade runter geht Richtung Boden. Arbeiten uns wieder nach oben. Wenn das Ganze zu einfach ist für dich, dann kannst du sehr gerne auch Zusatzgewicht verwenden. Am Anfang etwas weniger und dann, wenn du dich wohlfühlst und die Kraft hast, das Ganze gut steigern kannst. Das Gewicht bleibt aktiv unten. Gehst nach oben. Genau. Okay, let's go. Mit was? Mit dem? Ich glaube, das ist schon das. Also so, ja? Genau, ein bisschen seitlich, ein bisschen nach vorne. So. Genau. Sehr gut. Wie viele mache ich denn auf jeder Seite? Alle. 10. Alle, ja, dann bin ich schon vorbei. Und im Idealfall immer mit dem schwächeren Fuß anfangen. Ja, das ist dann schon mal falsch. Hast du auch ein stärkeres und ein schwächeres Bein? Ja, hat ja jeder, oder? Auch die meisten wahrscheinlich. Ja. Ja. 1, 2. Komm, hast du nicht so Sprüche? 8. Dafür bist du heute da. 9. Komm, einer geht noch, Kai, 15. Einer geht noch. Jetzt ist Halbzeit, weil jetzt kommt nämlich der andere Fuß. Der andere Fuß. Andere Beine. Sehr schön. So gut, Kai. So. 10 Kilo. Jetzt? Also nur, wenn du willst, ne? Also ja. Nicht, dass das jetzt... Wenn ihr mir das schon so anpreist, oh Gott. 20 Kilo, Leute, ernsthaft? Das ist ja die Hälfte von mir. Anders Bein. Anders Bein. Stimmt. Muss da mal ein bisschen drauf achten. 1. Hier geht völlig die Konzentration verloren. 6. Ach, ja, die 20 Kilo mehr. Sehr gut. 7. Gibt es auch mal so Tage, wo er einfach nicht will? Ach nö, gibt es eigentlich nicht. Selten. 9. Kai halt. Ah, das Leben ist zu kurz für schlechte Laune. Das stimmt. Das ist wirklich, das ist mein Motto. 8. Komm, 9. Machen wir noch eine Runde, oder? Das eine Runde noch. Ja. Okay, kann ich wieder die 5er nehmen? Ja, klar. Ich glaube, noch eine Runde schaffe ich nicht mehr. Schön. 1, 2. Dass du Gleichgewicht hältst. 9 und 10. Sehr geil. Alright. Machst du super, Kai. Ja. Sieht super aus. Du kannst ja in der Zeit mal das Telefongewinnspiel anmoderieren. Ah, es gibt ein Telefongewinnspiel, Leute. Nein. Wenn ihr Lust habt, 10. Pause. Mitzumachen Wechsel. Jetzt, dann ruft an unter der 0379 78 78 und die 3 mal die 1. Und dann könnt ihr ein Workout mit Kai gewinnen. Ja. Er macht das heißt fertig. Der Kanal A. Ehrenpflaume oder B. Pflaumenmus. So, wir hatten jetzt was für die Schultern, wir hatten was für die Beine. Was machen wir noch? Das ist unsere dritte Übung. Wir machen Knee Raises, ein absoluter Klassiker für den Bauch. Für die Knee Raises benötigen wir entweder eine Stange oder eben ein paar Ringe. Greifen die Ringe, hängen uns an die Ringe oder an die Stange ran. Dann ziehen wir die Schulterblätter aktiv nach hinten unten, halten diese Position, versuchen dann die Knie so weit wie möglich zu unserer Brust zu ziehen. Versuchen währenddessen nicht zu stark zu pendeln, sondern wirklich die Kraft aus dem Bauch zu aktivieren. Ein Mojito bitte. Kreide. Felix. Da bei Holz brauchst du eigentlich keine. Ach komm, Kreide. Immer gut. Immer gut, damit du keine Blasen. Ich möchte nicht, dass du mit Blasen nach Hause kommst. Genau. Sehr gut. 3. Ziel ist es, nicht so viel zu wackeln. Ne? 4. Also alles, was Rücken angeht, Schulter, Armbereich, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bewusst nie trainiert, weil ich eine Veranlagung dazu habe, relativ schnell hier Muskeln aufzubauen. Schultern zu bekommen. Ja. Und das wollte ich. Natürlich nicht, weil ich habe eh schon relativ breite Schultern für eine Frau und ich wollte das nie bestärken. So, muss ich jetzt nochmal, ne? Noch zweimal. Ja, okay. Darfst du. Das ist ein ganz wichtiger Grundansatz, dass man bei den ausbleibenden Sätzen nicht sagt, muss ich nochmal,
sondern darf ich noch mal. Ich mache auch noch Spaß. Das ist dann so der Moment, wo die Hände dann noch so dran kleben bleiben. So. Aber du musst dir schon auch dessen bewusst sein, Lena, natürlich, wenn du jetzt hier so 10 Knee Raises durchziehst und dann sagst, ach, ich bin im Moment nicht so ganz fit. Ne? Ja gut, man hat natürlich so seine Übungen, die man gut kann oder die man besser kann als andere. Ne? Ja. Also bei mir war Bauch immer ganz okay, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie damit nie Probleme. Aber ja, hast ja auch gesehen, wo meine Schwächen heute lagen. Ne? Das kann man ganz gut fühlen, dass du zur Schulter neigst, weil du hier so eine schöne Ader hast. So eine Ader, ne? Ja, ja. Hier. So, dritter Satz. Let's nochmal. Go! Yes! Yes! Yes. Eins. Yes! Zwei. Drei. Vier. Schön. Fünf. Oh. Aber es ist ja nicht so, dass du nicht auch kämpfst, ne? Ja. Nee, nee, nee. Das sehr, ist schon sehr, sehr anstrengend, auf jeden Fall. Nee, nein, ich meine im positiven Sinne, dass so. Du alles raushaust und alles ja, gibst. Ja. Welchen Punkten bist du so ein bisschen kompetitiver? Also bist du im Job kompetitiv oder? Ehrlich gesagt, in allen Bereichen. Ja? Schon. Also schon. Ich würde sagen, jetzt heute nicht unbedingt, weil ich einfach gerade ganz ehrlich sagen muss, dass ich gerade nicht so fit bin. Aber wenn ich fit bin, bin ich das schon sehr. Okay. Doch. Ja. Ich versuche schon immer alles zu geben oder mein Bestes zu geben. Aber ich gehe überall auch sehr locker ran, muss ich sagen. Also jetzt nicht mit einer Verbissenheit oder so. Ich finde, alles muss immer Spaß machen. So. Aber ja. Na gut, ich meine, du bist ja auch nicht zu Germany's Next Topmodel gegangen, um Dritte zu werden. Also da greift man ja an. Ja, natürlich. Ja, klar, schon. Das ist ja alles immer dabei. Schön, eins. Hier, schön die Schultern runterziehen. Yes. Man hat ja wahrscheinlich so die größten Challenges, finde ich, an sich selbst so, ne? Die eigenen, die man sich selbst erlegt so und gar nicht so gegen, also ich vergleiche mich jetzt gar nicht so viel mit anderen, ich finde das auch immer recht ungesund. Ja. Aber so einen eigenen Anspruch, ne, hat man ja irgendwie und der ist bei jedem anders. Ja. Also ich kann auch gut loslassen, also es ist auch nicht so, es gibt auch Zeiten, wo ich sage, jetzt mache ich mal gar nichts und so, also ich muss das nicht permanent und ständig haben. Aber wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, versuche ich dann, also als ich zum Beispiel jetzt im Januar angefangen habe, für die Klimmzüge zu trainieren, habe ich gesagt, wie blöd wäre das, wenn ich jetzt 5-mal die Woche 2 Stunden trainiere und dann abends ins Hotel komme und mir einen Bacon-Cheeseburger reinhaue. Ja, ja. Das wäre doch dumm. Ja. Ne? Also damit hätte ich ja dann am Ende nicht alles getan, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Das darf irgendwann auch mal wieder Normalität dann da sein und dass man wieder Spaß hat. Ja. Aber apropos Bacon-Cheeseburger, das ist nämlich ein Thema, über das wir immer noch reden. Das müssen wir natürlich auch unbedingt noch tun. Wie hast du es denn mit der Ernährung? Guckst du in irgendeiner Form auf das, was du isst? Ich würde sagen, ich bin überhaupt nicht jemand, der, sage ich mal, so extrem ist. Ich esse das nicht oder das nicht. Gar nicht, war ich noch nie. Ich habe eigentlich schon mein Leben lang immer alles gegessen. Aber schon geschaut, dass wenn ich, sage ich mal, sehr anstrengende Zeiten habe, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man lange Produktion hat, dann ist es einfach auch gut, wenn man sich besser ernährt, weil man sich einfach besser fühlt und ich merke, dass esse ich sehr viel Zucker, bin ich müde automatisch, wenn man ständig in dieses Loch wieder reinfällt und deswegen versuche ich schon so ein bisschen drauf zu achten, aber ich verbiete mir gar nichts. Also aber zum Beispiel, wenn du sagst, lange Produktion und so, präparierst du dann was? Also bereitest du dir ein Essen vor oder? Nein. Nee, gar nicht. Also nee, aber ich schaue schon irgendwie, dass es da vielleicht was zu essen gibt, irgendwie. Okay, was Leichteres. Was, genau, man kann sich ja, manchmal wird dann ja gefragt hier, was wünschst du dir oder gibt es irgendwas, worauf wir achten können und dann gibt es auf jeden Fall immer was Gesundes auf der Karte. Ja, wir haben die 3 Übungen hinter uns und jetzt wartet natürlich zum Abschluss des Videos, wie immer, noch die Klimmzugstange. Ich habe ganz viel Power noch in den Armen. Ja? Hast du Erfahrung mit Klimmzügen schon mal irgendwie gesammelt? Eher weniger. Also ich habe schon mal probiert, da ging aber kein Zentimeter. Also von daher glaube ich nicht, dass ich heute mehr schaffe. Doch, mit Coach Flex an deiner Seite. Höchstens mit Coach Flex könnte das funktionieren. Ja, hier, dein Coach Flex. Okay, ich möchte Trommelwirbel, Trommelwirbel. Genau, ein bisschen breiter. Genau. Die Schulter nach. Ja. Na, aber da war ja gar, da war da keine Bewegung. Kommt nochmal. Das war, da war der. Ja, wo soll denn da Bewegung gib mal ein paar Tipps. Ich habe versucht, die Stange zu durchbrechen, so wie du gesagt hast. Genau, hast Schultern schön runterziehen. Mache ich jetzt die Daumen so oder so? Untenrum. Untenrum. Dann möchtest du die Stange brechen. Genau. Dann Schultern runterziehen, wie gerade besprochen, und hoch. Die Band machen natürlich. Eins und zwei
Und oh, nach Hause hingeben die. Drei, okay. Woo. Ging noch ganz gut, oder? Eins und. Ja. Aber. Ja. Nein. Alles klar. Vielen Dank für dieses schöne Training. Ich sage auch danke. Ich fühle mich jetzt viel fitter als vorher, Kai. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Auch für die vielen offenen Gespräche, die wir heute hatten. Ja, sehr das gern. Muss ja auch alles mal gesagt werden. Sehr ja, na gut. Klar. Ne? Und ihr wisst Bescheid, folgt Lena auf Instagram und schaltet natürlich ein, wenn Lena im Fernsehen zu sehen ist, bei ProSieben. Bei ProSieben, genau. Das heißt ja InSat1 auf RTL und bei ProSieben. Wusstest du das? Das wusste ich. Ja, ne? Zufälligerweise wusste ich das. Das kriegt man im Onboarding immer mitgegeben. Ne? Bei den Abmoderationen kriegt man das ganz gut hin. Genau. Also schaltet ein, wenn Lena im Fernsehen zu sehen ist. Abonniert Coach Flex auf Instagram und auf YouTube. Flex Calisthenics Coaching. Findet ihr alles nochmal in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig natürlich, hier, wenn ihr EM-Pflaume noch nicht abonniert habt, dann auch das. Ne? Es gucken ja auch viele Leute zu, die quasi noch nicht Abonnenten des Kanals sind. Pass auf, und jetzt kommt für dich das Geheimnis mit der Glocke. Ja. Ja, und denkt daran, aktiviert die Glocke. Denn dann verpasst ihr keins der Videos. Das ist nämlich so, da kann man so eine Funktion aktivieren. Mhm. Das heißt eben die Glocke. Und wenn man das aktiviert hat, kriegt man immer eine Nachricht geschickt, ein neues Video ist online. Ach. Weißt du? Und dann ist man voll drin im super. Game. Du bist so smart, Kai. Tschüss, vielen Dank, macht's Ciao. Gut. Tschüss.